Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teambuilding hier für die GPL für Spieltag Nummer 2, wo wir gegen Cray und die Strubbelohrbande, ein sehr süßes Team, antreten werden. Die einzelnen Kandidaten davon sind aber gar nicht so süß, dazu gleich. Zuallererst möchte ich erstmal etwas zum letzten Teambuilding und auch natürlich zum letzten Kampf sagen. Letztes Teambuilding ist sehr lang geworden, das soll definitiv nicht Standard werden. Wir werden immer viel erzählen und so weiter und so fort und das Ganze eher gemütlich angehen. Aber eine Stunde möchte ich wirklich nicht nochmal knacken und deswegen werde ich mir Mühe geben, das vorher immer noch ein bisschen mehr zu strukturieren, mir ein paar mehr Gedanken dazu zu machen, wie ich das Ganze dann letztendlich repräsentieren werde. Ja, genau, das dazu zum Kampf. Ha, Leute, ich glaube, ich war selten so depressiv wie tatsächlich an diesem Tag danach. Also ich war echt down, weil ich glaube, es war gar nicht mal. Ich habe den Kampf leider nicht nochmal gesehen bisher, weil ich noch nicht im Schnitt war diesbezüglich. Aber das Endergebnis von 5-0 ist halt einfach hart. Ich glaube, so der Kampf an sich war gar nicht so bad. Ein, zwei gravierende Fehler waren dabei. Aber ansonsten war der ganz okay. Wir haben uns einige Predictions getraut, die auch so weit aufgegangen sind. Aber letztendlich 5-0 ist ein Ergebnis, mit dem ich ungern in die GPL einsteigen wollte. Und was uns jetzt natürlich enorm unter Druck setzt. Gerade auch jetzt in diesem Kampf. Denn wenn ich auch diesen Kampf verlieren sollte, wären das zwei Niederlagen am Anfang. So viele Matches gibt es in dieser GPL-Season nicht. Puh, und dann wird es schon ziemlich, ziemlich hart werden. Die gesamte Saison über. Selbst wenn wir danach eine Siegesserie haben, zwei Niederlagen pfeffern schon ordentlich rein. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Deswegen, ja, habe ich jetzt auch ein Team gebaut, mit dem ich sagen würde, ich bin etwas zufriedener, was das angeht. Auch das ist sicherlich nicht perfekt. Und wir werden einfach mal schauen, wie sich das Ganze ergeben wird. Ja, zu Cray werde ich auch was sagen. Ich hoffe, jeder hat kennt die Ergebnisse mittlerweile vom letzten Spieltag. Ansonsten schaut sehr gerne einfach mal unten in die Beschreibung rein. Da gibt es Tabellen und den Spielplan und so weiter und so fort. Oder guckt natürlich bei den anderen Teilnehmern rein. Denn ansonsten werde ich jetzt immer im Teambuilding danach immer über den Spieltag davor auch reden. Zumindest insofern ich tatsächlich auch was davon weiß. Denn ich habe den Spieltag ja auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, mit welchem Team Cray angetreten ist. Und Cray weiß nicht, mit welchem Team ich angetreten bin. Er weiß auch nicht, wie mein Kampf ausgegangen ist. Ich selbst weiß allerdings schon, wie seiner ausgegangen ist. Und zwar hat er mit 4-0 auch verloren. Und das macht mir ein klein wenig Hoffnung. Wir haben zwar noch ein bisschen höher verloren, aber ich sag mal, Niederlage ist letztendlich Niederlage. Ob du jetzt 4-0 verlierst oder 1-0, muss nicht unbedingt aussagekräftig sein. Kann natürlich, aber muss nicht. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung, zumindest, dass wir auf einem ähnlichen Niveau sind und dass ich das Ding gewinnen kann. Natürlich kann es genauso auch andersrum laufen. Das wird eine ganz, ganz schwierige Situation für uns werden. Ja, wir gucken uns ganz als allererstes mal das Team des Gegners an. Wir haben im S-Tier Dianzi und Zygarde, also Mega Dianzi und Zygarde 50%, zwei sehr gefährliche Pokémon. Dianzi super, super stark, auch gute Defensivwerte an sich, aber die KP sind halt super, super gering und da dadurch ist das Mega doch relativ fragil. Das vor der Mega-Entwicklung kommende Dianzi wiederum ist sehr bulky. Das heißt, da kann er theoretisch auch erstmal drin bleiben, ein bisschen sich setupen oder so. Und dann, wenn er in die Offensive gehen will, dann kann er sich megern. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die er haben könnte. Zygarde 50%, muss ich, denke ich, wenig zu sagen. Ist einfach ein sehr bulkiges Pokémon, was dann eben den Drachentanz gerne mal rausbekommen kann. Und mit 1000 Pfeilen eine super, super gefährliche Attacke hat, die eben auch fliegende und schwebende Pokémon trifft. Von denen wir ja durchaus einige haben mit Trikefalo, Skorgler und Pilippa, ist also auch relativ gefährlich. Ja, sein A-Tier sieht dann auch ganz interessant aus. Auf der einen Seite hat er ein sehr schnelles, fragiles, offensives Pokémon mit Zeraora. Hier wichtig, hat halt den Voltabsorber als Fähigkeit, hat die Attacke, oh, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, die Elektroattacke Plasma Fäuste heißt sie, glaube ich, ne? Womit Status-Moves, wie zum Beispiel Toxin oder so, wenn es danach kommt, zum Typ Elektro wird, durch den Voltabsorber wird das Ganze dann abgefangen und so weiter und so fort. Demzufolge muss man da ein bisschen aufpassen, was Status-Moves und so weiter angeht. Und auf der anderen Seite im A-Tier hat er dann das komplette Gegenteil mit einem sehr langsamen, sehr defensiven Belebekraft Hutsasa. Und das ist tatsächlich
das Pokémon, was ich auf jeden Fall in seinem Team sehe. Denn das macht einfach richtig, richtig gute Arbeit gegen uns. Deswegen müssen wir da schauen, dass wir genug Druck mitnehmen, um an dem Teil vorbeizukommen. Denn das kann man eben nicht toxinieren. Das ist ein großes Problemchen. Und deswegen müssen wir uns da den ein oder anderen Plan ausdenken. Mit der Defensive geht es im B-Tier dann auch ganz, ganz krass weiter. Neben Huzaza gibt es dann noch Milotic. Muss ich nicht viel zu sagen, ist auf dem Kanal mehr als präsent gewesen in letzter Zeit. Und Grifeldis, ebenfalls sehr defensives Pokémon, bringt Auflockern mit, wovon er, glaube ich, gar nicht so viel hat. Ich glaube, er hat nur Auflockern auf Grifeldis. Okay, auf Aerodactyl theoretisch noch und eben den Turbodreher bei Coalelo. Also ist schon okay. Ja, bringt mit Schmarotzer auch sehr gefährlich, sehr defensiv, gerade physisch defensiv, tankt das ordentlich was. Milotic auf der speziellen Seite, Huzaser überall und dank Belebekraft kannst du das auch immer wieder reinfeuern. Sehr gefährlich, Pilzspore muss man aufpassen. Obwohl wir das Elektrofeld haben, ne, mit dem Elektrofeld können Pokémon ja nicht einschlafen, die das Feld auch tatsächlich berühren. Also sowas wie Pilippa, wie Trikefalo, wie Skorgla könnten mit Pilzspore trotzdem eingeschläfert werden. Deswegen ist es nicht unmöglich, dass er das hier mitbringen sollte. Dann hat er noch einen Scaraborn, immer gefährlich, weil es einfach ein Kampf-Pokémon ist mit Hochmut, mit Adrenalin. Das kann richtig, richtig hart reinballern. Ist jetzt auch nicht gerade so langsam. Das heißt, auch ohne Wahlschal spielbar, mit Wahlschal, aber auch sehr gefährlich. Also das darf man gar nicht erst großartig ins Rollen bringen. Ansonsten kann das ganze Teams zerfetzen. Dann im C-Tier haben wir einmal Vesprit mit dabei, was sehr variabel ist, was einen relativ breiten Movepool hat. Jetzt nirgendwo die super krassen Werte, aber auch nirgendwo die super schlechten Werte. Sehr durchschnittliches, gutes Allrounder-Pokémon, was eben auch Tarnsteine legen kann und so weiter und so fort. Dann haben wir Duoclass mit dabei, die Vorentwicklung von Durengard, also ein typischer Evolit-Nutzer. Ist, glaube ich, vor allem in den physischen Werten sehr stark, in den speziellen Werten nicht so stark. Ich habe da jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber eigentlich müsste es so sein. Mit Schattenstoß, Schwertanz und so weiter. Trotzdem eine Gefahr, obwohl es ein Evolitmon ist. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, auch wenn ich Duoclass eher weniger sehe. Dann noch Aerodactyl im C-Tier, meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Pick, denn das ist super schnell, das kann einiges an Damage raushauen und der Movepool ist halt in Ordnung. Es hat halt das, was es braucht mit Gestein und Boden, was halt sehr viele schon trifft. Flug kann es mehr oder weniger dann auch noch verwenden, nicht so optimal, aber ist schon möglich. Und ist eben genauso schnell wie unser Kaporikin. Da müssen wir aufpassen, weil wir uns gegenseitig ziemlich leicht zerstören können. Aerodactyl uns eben mit einem Erdbeben, wir ihn mit den Elektroattacken logischerweise, ist gefährlich. Und im D-Tier auch wieder ein sehr starkes Mon, meiner Meinung nach, mit Coalelo. Sehr flexibles Mon auch, weil man das sehr defensiv spielen kann, mit Wunschtraum, Kehrtwende und so weiter. Wir kennen das ja aus der NPBL Season 2. Aber genauso gut, wenn es den nötigen Support bekommt, durch Klebenetz, durch Rückenwind, durch Bizarro-Raum, dann kann es auch gesamte Teams zerlegen mit Walband, Zuflucht, Schlafrede. Ne? Das ist ein sehr, sehr gefährliches Set, auf das wir natürlich immer so ein bisschen achten sollten. Ja, das zu seinem Team. Ich fand es relativ schwierig herauszukristallisieren, welche Pokémon er gegen mich mitnehmen wird. Nicht aus dem Grund, dass ich sagen würde, es sind so viele, die richtig, richtig viel machen können. Sondern eher aus dem Umgekehrten, dass ich sagen würde, okay, so 3, 4 sehe ich auf jeden Fall. Die sind auch gut. Aber nichts zerstört unser Team im Alleingang. Zumindest hoffe ich, dass ich da nichts großartig übersehen habe. Was ich, wie gesehen, gesagt, als Gesetz sehe, ist Huzaza. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Pokémon. Ich sehe auch Ziraura als ein sehr wahrscheinliches Mon an, weil Ziraura eben schneller als Riki ist und den Volt-Absorber hat und damit relativ okay gegen Riki klarkommen sollte. Allerdings kommt Riki auch gegen Ziraura relativ gut klar, denn Ziraura hat da nicht wirklich viel, womit es uns treffen kann. Ich glaube, das Beste ist eine HP oder halt einfach die Elektroattacke im Elektrofeld. Die sollte auch ganz soliden Schaden machen. Aber Riki ist halt physisch defensiv ganz in Ordnung und Ziraura ist eher physisch offensiv, kann natürlich auch speziell gespielt werden, aber ich glaube, da ist der Movepool nicht ganz so breit. Und das ist interessant, weil gegen Ziraura habe ich noch nie gespielt. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwas Gravierendes übersehe, weil ich habe absolut keine Erfahrung mit dem Ding. Und da muss man auf jeden Fall da mal gucken. Ja, also Huzaza, Ziraura, das sind so die ich auf jeden Fall sehe. Ziraura ist halt super schnell und hat einen relativ breiten Movepool, mit dem er vieles von uns treffen kann. Da müssen wir definitiv aufpassen drauf. Und was ich auch noch sehe, ist Zygarde. Und da geht es nämlich schon los, dass Zygarde auch nicht mitkommen muss, weil Zygarde nicht an unserem Team easy peasy vorbeikommt. Wir haben da einige Kandidaten. Trikefalo ist zum Beispiel schneller, das heißt auch mit Wahlschal können wir nach einem Drachentanz outspeeden. Ohne Wahlschal können wir es auf natürliche Weise outspeeden.
Zedra King beispielsweise im Regen ist sehr gefährlich dafür. An Skorgler kommt er nicht so gut vorbei. An Shirox kommt er nicht so gut vorbei. Pilippa könnte durchaus einen Hit tanken. Giflor könnte sich als Problem entfalten. Ja, also auch Hariyama und Rihornia sind jetzt nicht easy peasy One-Shots. Also für Zygarde, da muss schon ein bisschen Vorarbeit geleistet werden. Aber Zygarde ist einfach ein so gutes Solo-Pokémon. Da sehe ich schon, dass das mitkommen kann. Ja, und dann geht's so ein bisschen neben Hutsasser an die Defensive. Milotic und Grifeldis, beide sehe ich durchaus, dass beide mitkommen könnten. Ich glaube, er wird bloß eins von beiden mitnehmen, weil es sonst vielleicht ein bisschen zu defensiv sein könnte. Es kann aber auch sein, dass er tatsächlich Hutsasser, Grifeldis und Milotic mitbringt. Das wäre ziemlich, ziemlich hart, an diesem Core dann vorbeizukommen. Ja, und bei Milotic und Grifeldis, ich bin der Meinung, wie gesagt, er nimmt bloß eins von beiden mit. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch. Wird es schwierig sein, weil beide so ihre Aufgabenbereiche sehr gut erfüllen. Ich gehe aber davon aus, dass er Coalelo eher weniger gegen uns mitbringen wird und auch Aerodactyl vielleicht eher weniger Auflockern spielen wird. Und deswegen könnte ich mir Grifeldis schon mit Auflockern ein bisschen besser vorstellen insgesamt, vielleicht als Milotic. Aber wie gesagt, es ist wirklich so eine 50-50-Sache, was mitkommen wird. Da kann ich mich auf nichts Genaues festlegen. Und ja, das war es dann im Prinzip auch schon, was ich so sehe in seinem Team. Also wie gesagt, es kann sehr vieles mitkommen, weil sehr viele Pokémon gegen bestimmte Pokémon von uns sehr gut sind. Aber wie gesagt, nichts, was komplett durchgehen wird, hoffe ich, wie gesagt. Ja, und von daher, das sind so 3 bis 4 Pokémon, die ich auf jeden Fall sehe, mehr oder weniger. Und beim Rest kann alles kommen, theoretisch. Also Duoclash schließe ich so ein bisschen aus, weil ich nicht so genau sehe, was das gegen uns machen soll. Und auch Coalelo finde ich jetzt nicht so unfassbar gut, aber kann man halt, wenn es speziell defensiv ist oder so, auch ganz gut gegen unsere speziellen Angreifer benutzen und dann mit der Kehrtwende wieder Momentum generieren, um dann eben in die verschiedenen Wallbreaker wie Mega Diancie oder was auch immer reinzukommen. Oder Setup mit Zygarde zu holen. Das sind so die Momente, wo ich sehe, okay, Coalelo könnte Sinn machen. Vesprit genauso. Vesprit ist so viel, keine Ahnung, da kann man auf jeden Fall irgendwas mitmachen, wird schwierig. Naja, wir kommen dadurch, dass es so vage ist, was das Team des Gegners angeht, jetzt mal ganz konkret zu unserem Team und welche Pokémon ich mir dabei gedacht habe, welche hier ihre Aufgabe erfüllen könnten. Als allererstes ist mir tatsächlich Giflor in den Sinn gekommen. Giflor, ob es dabei sein wird oder nicht, dann später. Was mir als zweites in den Sinn gekommen ist, war Kapuriki. Ich muss sagen, dass ich von meinen S-Tier-Pokémon ein wenig enttäuscht war im letzten Kampf. Die haben eigentlich nichts gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Dieses Mal könnten beide einen sehr guten Job erledigen. Wir gucken uns einfach mal Riki an. Und ich dachte mir, dass es eine ganz gute Idee wäre, Riki mit der Schuggebäre, also der Antibodenbäre, zu spielen. Denn es können uns einige Bodenattacken auf jeden Fall erwarten. Vor allem aber von Zygarde und von Scaraborn. Aerodactyl auch, ja. Auch Erdkräfte von Diancie darf man auch nicht vergessen. Aber bei Aerodactyl ist das Problem, dass es Anspannung haben wird, sehr wahrscheinlich als Fähigkeit, und damit unsere Bäre nicht triggern kann. Und da müssen wir dann sehr aufpassen, weil wir, wie gesagt, maximal gleich schnell sind. Je nachdem, wer jetzt mehr Init Investment reinpackt und wer weniger, ne, darauf kommt es ein bisschen an. Weiß auch nicht, ob er sich darauf einlassen will, auf dieses Risikospielchen, ob Aerodactyl überhaupt mitkommen wird, wird sich zeigen. Ja, aber wenn wir uns Riki angucken, einfach mal mit den beiden Stabs, mit Donnerblitz und Zauberschein, dann sehen wir schon, dass das gar nicht mal so schlecht funktioniert. Gerade wenn wir uns das Elektrofeld angucken. Denn gerade die Defensive, Milotic und Grifeldis, werden von den Elektroattacken ziemlich, ziemlich hart getroffen. Und ansonsten fangen Elektro nur noch Zeraora, Zygarde und Hutsasser ab. Zygarde wiederum reagiert jetzt nicht so gut auf den Zauberschein. Der sollte auch um die 50% machen. Ich glaube, ein bisschen weniger mit unserem Investment, was wir spielen werden. Und auch gegen Zeraora, das relativ dünn ist und wo man gerne auch mal beispielsweise in der speziellen Verteidigung das Minuswesen raufpackt, weil man es mixed spielt mit speziellen und physischen Angriffen, weil da oft noch eine HP oder so drauf ist. Wobei ich glaube, dass er dann hier schon eher in die physische Richtung gehen würde, also die physische Verteidigung senken würde, aber das ist jetzt reinste Spekulation. Auch Zeraora bekommt durch den Zauberschein ganz guten Schaden, erstaunlicherweise, und zwar auch so um die 40%. Und dann bleibt nur noch Hutsasser da. Und Hutsasser ist halt so das Ding, das Teil ist ziemlich langsam. Das bedeutet, wir können uns sicher sein, dass wir mit dem Voltwechsel, mit der Kehrtwende, was auch immer wir spielen werden, safe outspeeden werden.
Und demzufolge können wir auf irgendeinen Move gehen, wird Huzzasa nicht viel machen, weil Huzzasa gut reinkommen kann, können dann aber eben auch auf den Voltwechsel drücken oder direkt schon auf den Voltwechsel drücken und switchen dann einfach raus in ein Pokémon, was dann richtig, richtig Druck aufbauen kann. Und genau das ist so ein bisschen der Plan mit Riki. Finishen am Ende oder währenddessen schon ordentlich Druck machen. Wir spielen es hier ein klein wenig bulkiger auch, nicht wirklich. Wir haben 76 KP Investment, weil wir insgesamt ein mäßiges Wesen spielen. 228 Punkte in der Init. Damit kommen wir auf eine Init von 179, was jetzt nicht super krass ist und womit auch klar ist, Ziraora und Aerodactyl werden uns sehr wahrscheinlich outspeeden können. Aber damit sind wir auf jeden Fall schneller als Mega Diancie und alles darunter. Ziraora, wie gesagt, können wir eh nicht outspeeden und Aerodactyl wäre es maximal eine 50-50 Chance und ob ich mich darauf einlassen will, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn die Antibodenbeere funktionieren würde, dann wäre es sowieso egal, weil dann kann er uns mit Erdbeben nicht rausnehmen. Es sei denn natürlich, wir sind schon angeschlagen. Aber ansonsten sollte das ganz gut, hätten wir das ganz gut überlebt. Mit Anspannung ist natürlich schwierig. Ich glaube, es wird vorher angezeigt, deswegen da müssen wir immer darauf achten, ob es die Fähigkeit hat. Aber wüsste nicht, warum er die Fähigkeit nicht spielen sollte. Genau. Und deswegen finde ich einfach diese Kombination aus Donnerblitz, Zauberschein und Voltwechsel erstmal sehr gut für Riki. Das kann ordentlich Druck machen mit der Antibodenbeere. Wie gesagt, können wir auch, wir werden ja Zygarde outspeeden, drücken dann den Zauberschein rein, macht schon um die 50%. Und dann kommt Zygarde entweder mit der Bodenattacke, die wir überleben, wir outspeeden danach wieder, können noch einen Zauberschein reinknallen. Oder er geht auf den Drachentanz, dann können wir aber ebenfalls einen zweiten Zauberschein raushauen, weil wir eben 1000 Pfeile auf plus 1 immer noch überleben werden. Und das ist sehr schön und sehr angenehm. Deswegen glaube ich, dass Riki hier dieses Mal deutlich, deutlich mehr machen kann, weil es eben gegen sehr viele Pokémon sehr gut sein kann. Gerade da wir mit der Antibodenbeere eben noch diese Absicherung haben. Und zusätzlich dazu spielen wir dann auch noch den Ruheort in Momenten, wo wir uns einfach theoretisch hochheilen können. Wie gegen Grifeldes, wie gegen Milotic beispielsweise. Vielleicht auch gegen Ziraora, da kommt es eben ganz aufs Moveset an. Aber wir werden da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit finden. Und ja. Das ist für mich sehr wichtig. Ich habe geguckt, ob ich eine HP Stahl oder so, ob die Sinn machen würde, aber es macht nicht sehr viel mehr Schaden als der Donnerblitz im Elektrofeld. Von daher dachte ich mir, ja, dann packe ich hier eher den Ruheort drauf. Ich habe da auch relativ gut gekalkt oder geguckt, wie sieht es so aus. Gegen Milotic machen wir 60-98%, so mit wahrscheinlichem Investment. Und gegen Grifeldes machen wir 67-113% zum Beispiel. Und auch gegen andere sah das eigentlich immer sehr, sehr angenehm aus. Gut. Jetzt haben wir Kaburiki so als Grundbaustein, als Basis, sag ich mal. Und wir haben vor allem schon gesagt, dass es gegen alles ganz okay funktioniert. Außer gegen Huzzasa, da müssen wir mit dem Voltwechsel rausswitchen. Und dann müssen wir das natürlich direkt irgendwie zu unserem Vorteil nutzen. Dadurch, dass Huzzasa so ein defensives Pokémon ist, müssen wir unseren Wallbreaker schlechthin reinbringen. Das Ding, was am meisten Druck gegen das gegnerische Team macht. Und dann ist mir aufgefallen, so krass die guten Wallbreaker haben wir gar nicht. Vor allem, weil Trikefalo in diesem Team nicht so unfassbar gut ist, weil es jetzt gegen Huzzasa nicht super viel Druck machen kann, weil zum Beispiel die Stabs ganz gut abgefangen werden können. Gerade eben Unlicht von Grifeldes beispielsweise, auch der Draco-Meteor oder sowas und keine sehr effektive Attacke gegen Grifeldes machen das Ganze sehr problematisch. Und dann bin ich eben auch andere Pokémon durchgegangen, wie Seedraking, wie Tauros und so weiter. Und letztendlich bin ich dann an einem Pokémon hängen geblieben, wo ich mir sage jetzt im Nachhinein, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und neben Riki ist dieses Mal auch wieder Pilippa mit dabei. Denn Pilippa hat gar nicht mal einen schlechten Spezialangriff und wir werden das hier mit dem Wahlglas spielen. Der Regen ist wirklich nur für Pilippa da, ansonsten profitiert da keiner wirklich in unserem Team von. Außer potenzielle Feuerschwächen oder so, dass die dann natürlich nochmal gedroppt werden. Aber ansonsten ist wirklich der Regen rein für Pilippa da. Und Pilippa ist eben, da sieht man es, ein sehr gutes eigenständiges Pokémon. Denn wir werden, wie gesagt, Wahlglas spielen, volles Spezialangriffsinvestment und einigermaßen viel Init. Und zwar so, dass wir auf 106 kommen. Milotic kommt uninvestiert auf 101 und falls er sich denkt, okay, ich spiele da ein bisschen in das Investment drauf, dass wir drüber sind. Wir sind da nicht hundertprozentig drüber, aber relativ wahrscheinlich. Ich wüsste nicht, warum er in das Investment auf Milotic spielen sollte, es sei denn natürlich, er rechnet mit so einem offensiven Pilippa-Set, aber dann ist Milotic auch nicht das Pokémon, was gegen Pilippa super viel Druck macht. Das sollte dann auf jeden Fall schon klar gehen. Ja, und das bedeutet, wir können dann Voltwechsel drücken mit Riki auf den Huzzasa switchen. Bam, setzen Pilippa rein, der Regen kommt raus und dann haben wir den Stab-Orkan, der im Regen nicht verfehlt und der sehr effektiv auf Huzzasa ist. So, und dann hat er da einige Switchens gegen. Und zwar
Ceraura resistet das, wird trotzdem Schaden machen. Aerodactyl resistet das, wird trotzdem ein bisschen Schaden machen. Mega Diancie resistet das, wird trotzdem ein bisschen Schaden machen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Duokles, mit dem ich ja eher weniger rechne. Alle vier Pokémon reagieren dann aber auf die Wasserattacke, die Hydropumpe, den Surfer, beide spielen wir, damit wir entscheiden können, okay, wollen wir jetzt den Schaden haben oder wollen wir eben den sicheren Surfer haben, der einfach treffsicherer ist. Alle vier reagieren auf diese Wasserattacken eher weniger gut. Ceraura ist hauchdünn, Aerodactyl, Mega Diancie werden sehr effektiv getroffen und Duokles eben auch neutral und ist eben auf der speziell defensiven Seite nicht so super bulky. Und durch den Evolit natürlich schon so, dass es einiges aushalten kann, aber möchte da, glaube ich, auch nicht unbedingt reinkommen in so eine Wahlglas, Hydropumpe, Regen, Stab von Pilipper. Ich glaube nicht. Und das ist deswegen einfach das Pokémon, mit dem wir am meisten Druck machen können. Orkan, Hydropumpe, Surfer. 92 EVs können wir dann noch in den KP spielen, also haben auch noch ein bisschen Bulk, ein bisschen, so viel KP hat Pilipper leider nicht, deswegen werden wir auch nicht allzu viel überleben können. Aber ja. Wir können damit richtig, richtig ordentlich Druck machen. Ich glaube zum Beispiel, dass wir gegen Milotic auch ich glaube, wir können je nach Investment sogar über 50% machen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, hier, habe ich mir das hier irgendwo aufgeschrieben? 39-49% machen wir mindestens gegen Milotic. Also mindestens so um die 40%. Wenn er es physisch defensiv spielt, machen wir sogar über 50%. Da wir schneller sind, können wir direkt nochmal hinterherhauen. Auch wenn es nicht ganz reichen sollte, um es zu finishen, können wir immer noch die Tarnsteine haben, die Chip-Damage geben. Milotic hat vorher schon Chip-Damage gefressen. Oder wir kriegen halt die Verwirrung und können dadurch dann auf Dauer durch den Regen an Milotic vorbeikommen. Das wäre natürlich eine ganz schöne Sache. Und deswegen finde ich Pilippa einfach sehr wertvoll. So, beim letzten Move-Slot waren wir relativ frei. Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen werden, aber natürlich lassen wir den nicht frei, sondern nehmen irgendwas mit, was vielleicht eventuell noch helfen könnte. Und zwar war die Wahl zwischen der Kehrtwende und dem Abschlag. Die Kehrtwende wäre natürlich gut gewesen, um dann zum Beispiel gegen Pokémon, gegen die wir nicht so viel machen können, dass wir mit der Kehrtwende dann wieder rausswitchen können. Nur ist Pilipper halt dazu da, um Druck aufzubauen und wirklich mit seinen Moves Druck zu machen. Und mit Orkan oder Hydropumpe, mit einer von beiden Attacken, werden wir wirklich Schaden drücken. Und deswegen dachte ich mir, warum die Kehrtwende? Wir wollen mit Pilipper Druck machen. Wenn ich wechseln muss mit Pilipper, dann werde ich nicht auf Kehrtwende gehen, weil dann das gegnerische Pokémon schneller ist, normalerweise. Dann Kehrtwende ist einfach useless. Abschlag hingegen kann etwas bringen, weil beispielsweise, wenn das Milotic komplett speziell defensiv ist, kommen wir da nicht unbedingt easy gut vorbei, erst recht nicht, wenn es die Überreste hat. Gleiches gilt für Griffeldes oder Duokles Evolit oder. Und überall so einen Abschlag mal raufzuballern, ist schon okay. Oder wenn das Pokémon, was reinkommt, gerne den Wahlschall trägt oder so und wir wissen, okay, das kann noch Probleme im weiteren Verlauf machen, haben wir hier den Abschlag noch als Option. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir den verwenden werden, aber ist jetzt einfach mal mit dabei und könnte etwas bringen. Ja, das also jetzt der grobe Plan. Riki macht Druck und mit dem Voltwechsel auf Hutzasar bringen wir dann Pilipper rein. Sollte Hutzasar nicht mit dabei sein, denke ich trotzdem, dass wir Pilipper in die ein oder andere ganz gute, solide Situation bringen können. Aber ich gehe schon sehr stark hier von Hutzasar aus. Sollte es nicht mit dabei sein, könnte es sein, dass Pilippers Rolle ein wenig weniger stark werden wird, als ich sie mir gerade erhoffe. Wie sieht jetzt der weitere Verlauf des Teambuildings aus? Naja, wir haben schon gesagt, dass gerade gegen Milotic oder auch gegen Griffeldes und so weiter Orkan nicht zwingend reichen muss. Und das gleiche gilt auch bei Riki beispielsweise, dass alles so um die 50% macht oder um die 100% macht, aber nie genau diesen Betrag. Und deswegen ist Chip Damage guter Damage, Leute. Ihr wisst es. Und wie kriegen wir am besten Chip Damage drauf? Indem wir die Tarnsteine spielen. Und das war der nächste wichtige Punkt für mich, dass wir auf jeden Fall die Tarnsteine dabei haben und die auch möglichst früh rausbringen werden. Und für Hutzasar ist das gut, weil das mit Belebekraft ja sehr viel switchen wird. Für Griffeldes ist das gut, ne? Für Milotic, wie schon gesagt. Und das ist ganz nützlich. So, jetzt hat sich die Frage natürlich gestellt, wir haben zwei Tarnstein-User, Skorgler und Rihornior. Welches von beiden nehmen wir mit? Beide könnten ihre Jobs ganz gut erfüllen. Rihornior zum Beispiel als Ceraura-Switch-In ganz gut, weil Ceraura, glaube ich, ich weiß nicht, es könnte sein, dass es Strauch da hat, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, aber hat jetzt nicht unbedingt so Wasser und Pflanze als typischste Moves mit dabei. Kann natürlich eine HP spielen, aber selbst dann, wenn wir irgendwie recht defensiv spielen, sollte das schon ganz gut klar gehen. Auf der anderen Seite
haben wir eben Skorgler als Möglichkeit. Und Skorgler hat nun mal die Doppelschwäche. Und zwar die Doppelschwäche Eis. Und das ist ein bisschen problematisch, weil Zeraora gerne mal die HP Eis spielen könnte. Und die wird eben gegen uns ganz guten Schaden machen. Selbst wenn wir Skorgler komplett speziell defensiv spielen, macht die HP oder kann die HP ohne Investment auf Zeraoras Seiten 50% machen. Kann auch weniger machen, kann aber auch mehr machen. Pegelt so in dem Bereich auf jeden Fall und das ist halt schon sehr kritisch. Also als Zeraora switchen dient das dann nur so halb. Weshalb ich aber trotzdem Skorgler bevorzuge ist, weil Skorgler deutlich mehr Rollen noch erfüllen kann. Und zwar, wenn wir uns mal Diancie anschauen, Mega Diancie, das ist ja eine große offensive Gefahr. Das kommt auf beiden Angriffswerten auf über 200. Und jetzt brauchen wir natürlich dafür irgendwie auch einen Switch, irgendwas, in das wir reingehen können, um gegen das Pokémon auf der einen Seite defensiv was auszuhalten und auf der anderen Seite uns mit Schaden revanchieren zu können, mit gutem Schaden gegen Diancie. Und da gibt es für mich 2 bis 3 Pokémon, die ganz gut sind. Einmal Chirox, weil dagegen hat Diancie keinen wirklichen Move. Könnte also die HP Feuer mitnehmen. Und einmal Skorgler. Dagegen hat Diancie nicht so den krassesten Move. Könnte also die HP Ice mitnehmen. Und dann gibt es noch Gifloor, was ich so ein bisschen in Klammern setze, weil das nicht so optimal dagegen ist. Kann sich auch mit Kraftabsorber zum Beispiel nicht dagegen heilen. Aber könnte, ne, Cherox kann mit dem Patronhieb sehr stark zurückschlagen, Skorgler mit dem Erdbeben sehr stark und Gifloor mit dem Gigasauger sehr stark. Also die könnten alle was tanken und zurückschlagen. Bei Gifloor ist das aber so ein bisschen schwammiger und hier wäre sowohl die HP Feuer als auch die HP Ice gut. Ich habe da so ein bisschen versucht zu gucken, welche HP, wenn er eine spielt, welche wird er spielen. Und meiner Meinung nach, Gifloor kann man da außer Acht lassen. Ich habe mir Gifloor auch angeguckt, um zu sehen, okay, wenn jetzt zweimal HP Ice gut ist, dann wird er vielleicht eher HP Ice spielen. Wenn zweimal HP Feuer gut ist, wird er vielleicht eher HP Feuer spielen. Aber letztendlich ist beides, sind beide HPs zweimal gut gegen uns. Ja, grundsätzlich könnte er natürlich HP Ice an sich spielen, weil das unser gesamtes Team immer so ein bisschen hart trifft. Ich bin jetzt aber eher davon ausgegangen, dass er hier eher die HP Feuer mit dabei haben wird. Und zwar aus dem folgenden Grund. Chirox können wir reinwechseln, Skorgler können wir reinwechseln, aber Chirox killt mit dem Patronenhieb halt safe und kann auch anderweitig Druck aufbauen, beispielsweise mit Schwertanz und so weiter und so fort. Und damit gewinnen wir Momentum und können damit theoretisch super viel anfangen. Entweder wir drücken auf den Patronenhieb, falls er drin bleibt. Entweder wir gehen mit der Kehrtwende raus, drücken soliden Schaden und bringen was Neues rein, was Druck macht, oder. Und diesen Chirox-Switchen immer und immer wieder darf er eigentlich nicht zulassen. Skorgler ist da deutlich passiver, das könnte er nutzen, könnte er selbst nutzen. Und deswegen sehe ich einfach die HP Feuer als deutlich gesetzter an. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet für uns, dass Mega Chirox wahrscheinlich nicht der Switch-In für Mega Diancie sein wird. Und deswegen, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, finde ich Skorgler eben als Diancie-Switchin sehr, sehr gut. Abgesehen von der HP Ice sollten wir da alles tanken. Wir spielen es komplett speziell defensiv. Und jetzt fügen wir eben diese beiden benötigten Rollen zusammen, den Diancie-Switchin und die Tarnsteine und haben ein Skorgler, ein speziell defensives Skorgler mit den Tarnsteinen mit dabei. Ja, ganz klar waren dann auch noch die anderen 2 Moves, die wir spielen müssen. Erdbeben, ne, Stab und sehr gut gegen Diancie. Das brauchen wir und den Ruheort, um uns halt wieder hochzuhalten. Das war klar. Und das ist das große Problem an Skorgler, dass das Moveset sehr begrenzt ist. Du brauchst wieder sehr viele Moves, um mit Skorgler richtig viel machen zu können. Musst dich aber auf 4 begrenzen. Und jetzt war halt die Frage, okay, welchen Move spielen wir als letzten Slot? Kehrtwende, auflockern. Man könnte natürlich auch über andere Sachen nachdenken, um beispielsweise Aerodactyl oder Grifeldis oder so besser zu treffen, wie Toxin oder so. Letztendlich hat es sich zwischen Kehrtwende und Auflockern entschieden und ich würde viel, viel lieber die Kehrtwende spielen, aber da im gesamten restlichen Team kein Platz mehr für Auflockern war, noch weniger Platz als auf Skorgler, habe ich mich hier für Auflockern entschieden. Das kann zu Problemen führen, weil wir mit Skorgler dann oft hart rauswechseln müssen oder vielleicht manchmal auch sagen, okay, dann bleiben wir halt eine Runde drin, was der Gegner zum Setup nutzen könnte. Da müssen wir ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit diesem Skorgler. Aber grundsätzlich sollte das sehr viele Rollen erfüllen. Tarnsteine legen, Diancie switchen. Ist ein passabler Zeraora switchen, wird wahrscheinlich die HP Ice mit dabei haben. Aber wie gesagt, es ist okay dagegen. Vielleicht macht die HP etwas weniger, wenn er zum Beispiel kein Leben, ob kein Damage boostendes Item spielt und kein speziell offensives Investment, wovon ich jetzt wirklich nicht ausgehe. Aber könnte natürlich sein, dann könnte sich Skorgler als ganz gute Option erweisen. Und außerdem muss er natürlich immer überlegen, will ich auf die Elektroattacke drücken
Oder drückt der Mitzeraora nicht doch mal auf die HP Ice gegen ein Pokémon, was von der HP Ice nicht so hart getroffen wird und mispredicted dann. Das sind so Optionen, potenzielle Optionen. So, wir haben jetzt unseren Dreier-Core fertig. Und das sind die wichtigsten Pokémon für dieses Team. Wir haben einmal Kaporigi, was Druck macht und sehr schnell ist. Wir haben Pilippa, was dann reinkommen kann und richtig pressuren kann. Und wir haben Skorgler auf der defensiven Seite. Die Frage stellt sich jetzt also, was sind noch Rollen, die wir in unserem Team haben wollen? Wir haben jetzt relativ viele Freiheiten. Aber welche Rollen wollen wir im Team haben? Und wie füllen wir die am besten aus? Und da habe ich mich zu dem Zeitpunkt für 4 Rollen entschieden, weil das Auflockern noch gefehlt hat. Wie sich dann rausgestellt hat, hat Auflockern auf die restlichen 3 Mons auch nicht mehr gepasst, weshalb Skorgler diese Rolle eben übernommen hat. Und dann gab es noch 3 weitere Rollen, und zwar einmal einen Walschall-User hätte ich sehr gerne, um auch an Zeraora vorbeizukommen. Ich hätte sehr gerne natürlich noch ein bisschen mehr Defensive, weil nur Skorgler könnte ein bisschen sehr wenig sein. Und auf der anderen Seite hätte ich auch noch gerne ein Pokémon, was Druck machen kann. Ja, und das sind jetzt die 3 Rollen, die wir als nächstes ausfüllen werden. Und ich sag mal so, am leichtesten auszufüllen ist wahrscheinlich die Rolle des Walschalls. Denn da gab es eigentlich nicht sonderlich viele Optionen. Man hätte Zedraking spielen können, aber wenn wir den Regen haben, dann können wir Zedraking auch ohne Walschall spielen. Und Zedraking ist ein Pokémon, was hier in diesem Team meines Erachtens nicht so unbedingt Sinn macht, weil wir Probleme haben an Grefeldes und an Milotic und auch an Hutsasa vorbeizukommen. Also die komplette Defensive können wir nicht wirklich breaken damit. Jedenfalls nicht ohne Walglas. Und das Walglas hat ja eben schon Pilippa, weil es da dieses Mal diese Rolle besser erfüllen wird. Deswegen war Zedraking außen vor. Und ja, dann gibt es eben schon nicht mehr viele Walschallmöglichkeiten. Vielleicht noch Tauros oder so, aber ja, das hat dann auch zu wenig Durchschlagskraft. Und deswegen habe ich mich hier für Trikefalo entschieden mit dem Walschall. Auf der einen Seite habe ich Trikefalo im letzten Match super vermisst und möchte das jetzt unbedingt mit dabei haben, weil es wirklich ein starkes Pokémon ist, was hier viel bringen kann. Und ja, wir bringen damit ein sehr schnelles Pokémon rein, mit dem wir mit der Kehrtwende aber auch wieder Momentum schaffen können. Also wenn wir beispielsweise gegen Mega Diancie drin sind oder so, muss ich Mega Diancie halt überlegen, ob es in der potenziellen Lichtkanone oder Erdkräfte drin bleiben möchte oder ob es nicht rausgeht. Dann können wir zum Beispiel auf Kehrtwende gehen, weil für Trigefalo gibt es eben noch durchaus einige potenzielle Switch-ins, wie Grefeldes, wie Milotic, wie Hutsasa. Die sind alle ganz okay, kommen da ganz passabel rein, aber mit der Kehrtwende generieren wir Momentum. Wenn Hutsasa reinkommt, bam, Pilippa. Wenn Grefeldes oder Milotic reinkommt, bam, Kaporigi. So, mit denen machen wir den Druck gegen diese komplette Dreier-Offensive. Und dann können wir von da aus natürlich weitermachen. Pilippa, wie gesagt, trifft alles. Müssen wir nur richtig predikten, was kommt. Und mit Riki können wir halt wieder auf den Voltwechsel gehen. Sollte Zeraora kommen, ist das okay. Dann gehen wir halt da auf den Zauberschein und sollten das 1-1 im Normalfall auch gewinnen. Also, soweit alles fein. Ansonsten haben wir da noch 3 Moves drauf, die ich einfach, die das meiste treffen dann. Ich hätte sehr gerne die Lichtkanone mit dabei gehabt und die Finsteraura, einfach Finsteaurin Stab plus die Möglichkeit zu flinchen, gerade mit Walschall natürlich eine ganz gute Sache. Hat hier aber nicht mit drauf gepasst, weil wir zum einen eben den Feuersturm zwingend brauchen, um Druck zu machen gegen Hutsasa, gegen, Moment, ich muss mir kurz das Team nochmal anzeigen, gegen Hutsasa, gegen Duokless, gegen Scaraborn vor allem, auch sehr wichtig. Gerade gegen Scaraborn, wenn das Walschall hat oder so, sind wir mit unserem Walschall schneller. Oder Salcabere oder sowas in die Richtung. Und da brauchen wir etwas, womit wir Scaraborn auf jeden Fall auch rausnehmen können. Und da ist der Feuersturm, denke ich, eine ganz gute Option. Sollten wir den missen, ja, dann RIP. Aber nur der Flammenwurf reicht eben gegen Hutsasa nicht aus. Deswegen müssen wir schon den Feuersturm spielen. Gleiches gilt auch zur Absicherung gegen Seigard. Denn wir sind auch schneller als Seigard. Mit dem Walschall auch schneller als ein Drachentanz-Seigard. Demzufolge sind wir darauf auch mehr oder weniger gespeedcreept. Ich werde gleich noch sagen, was wir outspeeden werden und was nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Drachenattacke, den Draco Meteor, den wir da rausfeuern müssen, weil mit was anderem kriegen wir das Ding nicht easy peasy raus. Wir könnten die HPI spielen, aber warum sollen wir denn nicht den Stab Draco Meteor spielen, ne? Der da insgesamt ein bisschen besser funktioniert. Auch wenn wir dann natürlich danach den Spezialangriffsdrop haben, haben wir damit immer die Möglichkeit, nochmal richtig viel Damage reinzuhauen. Ja, und zu guter Letzt bleiben dann noch einige Pokémon übrig, die diese Attacken sehr gut abfangen. Beispielsweise Diancie, Drache, Feuer macht Diancie jetzt nicht so viel. Und dafür haben wir dann die Erdkräfte. Wie gesagt, die Lichtkanone hat es leider nicht geschafft, weil die Erdkräfte einfach das, was wir noch nicht sehr effektiv treffen, besser treffen. Wir treffen Zeraora damit.
Wir treffen Mega Diancie, wie gesagt, damit. Wir treffen Duokles damit. Wobei Duokles wir auch mit dem Feuersturm getroffen hätten. Aber ist natürlich ganz nett, da auch nochmal eine weitere Option zu haben. Und ja, gerade gegen Zeraora halt auch einfach so einen relativ sicheren Move zu haben und nicht auf Feuersturm Dracometeor zu drücken, die beide so ihre Nachteile haben, ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Option für uns. Ja, mit Trigefalo können wir also insgesamt Druck machen, Momentum generieren, wie auch immer, was uns gerade so fehlt, was uns gerade so lieb ist. Und das wird sehr, sehr wichtig sein. Könnte auch mal als Switch in dienen, in Zeraora beispielsweise, weil wir da Elektro natürlich auch abwehren können. Oder in andere Pokémon, die wir dann outspeeden könnten und so weiter und so fort. Ist einfach, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Teams, um potenziell Druck zu machen. Gegen Hutzlosser machen wir mit dem Feuersturm übrigens, da wir ein mäßiges Wesen, also wirklich den maximalsten Spezialangriff spielen, über 50% Schaden sogar mit dem Feuersturm. Das heißt, wir würden einen Two-Hit landen. Nach Giftschleim bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, auch dann sollte das gerade so noch klappen. Je nachdem natürlich auch, ob wir die Feuerstürme beide dann treffen und so weiter und so fort, aber wir machen auf jeden Fall Druck. Und gegen Diancie machen wir mit den Erdkräften so um die 80%, also das ist auch kein One-Shot, da müssen wir dran denken, weil ansonsten ist Trigefalo 8-mal weg mit der doppelten Feenschwäche gegen ein Mega-Diancie, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Ja, wir spielen volles Spezialangriffsinvestment, mäßiges Wesen und auch volles Init-Investment. Also so ein ganz typisches Standard-Set, wie man es in bestimmten Tiers wahrscheinlich spielen würde. Ja, einfach aus dem Grund, weil das genau das Init-Investment ist, was wir brauchen. Wir haben nämlich auf der einen Seite Zeraora, was wir so outspeeden. Wir haben auf der anderen Seite Zygarde, was wir so outspeeden. Ein hartes Zygarde, was wir safe outspeeden. Ein frohes Zygarde mit Drachentanz würden wir tatsächlich nicht outspeeden, wenn er da super viel in das Investment reingibt. Aber ein hartes outspeeden wir auf jeden Fall. Und ich bin mir relativ sicher, er muss eigentlich nur ein hartes spielen, es sei denn, er versucht Trigefalo irgendwie auszutricksen oder so. Aber im Normalfall, wenn wir Wahlschall Trigefalo spielen wollen, dann können wir das und dann outspeeden wir Zygarde im normalen Fall auch. Deswegen bin ich hier mit der Init ein bisschen runtergegangen, um mehr Schaden zu haben. Kann sein, dass er das so ein bisschen nutzen wird für seine Fälle, aber dann hat er auch ein bisschen weniger Durchschlagskraft. Von daher, damit sollte dann zu dealen sein. Und auf der anderen Seite sind wir mit 150 Init auch genauso schnell wie ein Wahlschall Scaraborn. Also mindestens genauso schnell. Es wird also mindestens ein Speed-Tie werden. Dass wir gleich schnell sind und der Zufall entscheidet. Vielleicht geht er aber auch nicht auf die maximale Init von 150 hoch, sondern spielt eben bloß, keine Ahnung, 135 Init oder so, was eben auch reichen würde, um Riki zu outspeeden. Das ist sehr gut möglich und dann würden wir halt safe outspeeden können. Kommt aber eben drauf an, wie er so das ganze Init-Gedöns handeln wird. Das zu Trigefalo. Ich denke, die Rolle ist klar geworden. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Rolle, die viel bringen kann, sofern wir die Defensive ausschalten können. Und dafür brauchen wir gerade Pilipper und Riki. Wie aber schon erwähnt, finde ich es ein bisschen schwierig, sich nur auf diese beiden Mons zu verlassen. Und daher wollte ich noch eins haben, das ebenfalls Druck aufbauen kann. Und auf das ich auch beim letzten Mal schon Bock hatte. Ich glaube, ich habe es sogar erwähnt gehabt. Und zwar geht es hier um Tauros. Tauros sehe ich auch noch als Möglichkeit, hier insgesamt sehr gut Druck zu machen, nämlich mit Leben, Orb, Ruhe, Gewalt. Sind wir in der Lage, gegen die meisten Mons tatsächlich mit der Kombination aus Body Slam und Erdbeben um die 50% mindestens zu machen. Mal mehr, mal weniger und es kommt natürlich immer aufs Investment an. Ich gehe immer vom Worst Case aus, wenn ich so kalke und daher kann Tauros da schon überall einen guten Job machen. Allerdings wird es gegen einige Pokémon schwierig, wie gegen dieses Trio aus defensiven Pokémon. Und deswegen habe ich da einmal noch den Steinhagel als dritten offensiven Move mit dazu genommen, der dann eben Griffeldes nochmal besser trifft. Stromstoß wäre eine weitere Möglichkeit gewesen. Stromstoß wird allerdings nicht von Ruhe Gewalt verstärkt und gibt uns Rückstoß und dann nochmal den Lebenorb Rückstoß, den wir ja bei Ruhe Gewalt Attacken eben nicht haben. Und das wäre sehr viel Rückstoß gewesen, den ich nicht auf Tauros haben möchte, denn ich brauche Tauros möglichst fit. Warum? Kommen wir gleich zur vierten Attacke. Ja, und deswegen Stromstoß brauchen wir gegen Milotic nicht zwingend, weil der Body Slam ähnlich stark ist, weil er eben durch Ruhe Gewalt auch noch beeinflusst wird, dass gleich ein Stab bekommt und so weiter. Das ist sehr, sehr nah beieinander. Und gegen Griffeldes wiederum haben wir eben mit Steinhagel eine bessere Option. Weil Steinhagel eine Ruhe Gewalt Attacke ist, ist natürlich ein bisschen ungenauer, aber gibt uns eben keinen heftigen Rückstoßschaden. Und das war mir sehr, sehr wichtig. So machen wir auch mit dem Steinhagel sehr soliden Schaden. Ich glaube, es sind auch so wieder um die 50%, bisschen über 50%, kommt immer
ganz darauf an. Ja, und da Tauros aber das letzte Fitzelchen an Power fehlt, um wirklich durchzubrechen, habe ich mich hier noch für die Attacke Kraftschub entschieden, womit wir Angriff und Spezialangriff erhöhen können. Das könnte mit ihm auf der einen Seite ein bisschen Angst machen, weil Tauros recht schnell ist und viele seiner Pokémon outspeeden kann. Ist genauso schnell wie Mega Diancie. Auf der anderen Seite, und wir dann eine Angriffssteigerung natürlich bekommen, offensichtlich. Auf der anderen Seite spielt man auf Tauros auch gerne Feuersturm, Eisstrahl und sowas. Und auch davor muss er sich dann in Acht nehmen, weil wir unseren Spezialangriff erhöhen. Sowas von Rohe Gewalt, Leben, ob auch immer geboostet werden würde. Und da kann er sich auch nicht unbedingt mit seinem physischen Tank sicher sein, dass er jetzt komplett safe ist, weil wenn wir speziell angreifen, kann es immer noch gefährlich sein. Er hat jetzt nicht das anfälligste Pokémon für so ein spezielles Tauros, aber ist vielleicht so ein kleiner, netter Nebeneffekt. Ja, und mit dem Kraftschub sind wir dann auf jeden Fall in der guten Position, um überall ordentlich Druck zu machen. Natürlich, Tauros hat jetzt nicht die nötige Recovery und ist jetzt auch nicht übermäßig schnell. Vor allem, weil wir hier auch, glaube ich, nicht volles in den Investment spielen. Nee, tun wir nicht. Dazu gleich. Ja, und deswegen kann es sein, dass Tauros Job nicht so krass ist. Aber es könnte vielleicht das letzte Züngelchen an der Waage sein, sagt man, glaube ich, oder? Dass wir einfach noch ein bisschen mehr Pokémon haben, die hier Druck aufbauen können, die wir reinbringen können, die vielleicht in bestimmten Situationen auch einfach ganz nett sind. Ja, wir spielen hier volles Angriffsinvestment, allerdings ein frohes Wesen, um die Init wirklich zu erhöhen, denn wir gehen zwar nicht auf Full Init, um definitiv mit Mega Diancie gleichzuziehen. Der einzige Grund für Mega Diancie volles Init-Investment zu spielen, wäre aber wirklich nur um Tauros, ja, nicht zu outspeeden, aber um auch da wieder in Speedteil, in den Gleichstand der Initiative zu kommen. Das ist der einzige Grund für Diancie eigentlich so viel Init-Investment zu spielen. Ansonsten muss es sich nur an Trikefalo orientieren, weil Tauros ist jetzt auch nicht zwingend das wahrscheinlichste Pokémon. Damit muss er nicht zwingend rechnen und deswegen könnte er sich an Trikefalo orientieren, geht also auf eine 166er Init drauf und wir gehen einfach auf einen Speedcreep darauf, auf 167. Das ist ein guter Kompromiss, um noch KP-Investment spielen zu können, um die Chance zu haben, Diancie zu outspeeden. Aber wir haben natürlich nicht die Gewissheit. Diese Gewissheit hätten wir aber so oder so nie gehabt. Selbst wenn wir volles Init-Investment gespielt haben. Und da ist mir dann ein bisschen KP-Investment insgesamt lieber, um noch das ein oder andere auszuhalten vielleicht. Weil Tauros physische Verteidigung ist in Ordnung. Speziell wird es etwas schwierig. Aber das könnte auch wieder sehr wichtig sein, um eben Kraftschub nochmal rauszubekommen und dann richtig loszulegen. Ja, das dazu zu diesem Pokémon. Jetzt haben wir also die Wahlschallrolle abgehakt, die wir wollten. Wir haben die offensive Rolle abgehakt, die wir wollten mit Tauros. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen der defensive Aspekt, den wir noch erfüllen sollten. Und es gibt ein Pokémon, vor dem Cray, denke ich mal, relativ große Angst haben muss. Je nachdem, was für ein Team er mitnimmt. Ist ein Pokémon, auf das man sich sehr gut vorbereiten kann. Und das macht es sehr problematisch. Und zwar handelt es sich hierbei um Mega Shirox. Denn Mega Shirox hat einfach das Privileg, gegen zwei sehr schnelle Pokémon sehr gut aufgestellt zu sein. Aerodactyl, sehr effektiv vom Patronenhieb getroffen. Mega Diancie, doppelt sehr effektiv vom Patronenhieb getroffen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Übrigens, Mega Diancie und Aerodactyl sehe ich deswegen nicht zwingend als gesetzt an. Also gerade Mega Diancie nicht, weil wir Patronenhieb auf Shirox haben. Und gleichzeitig haben wir aber auch den Patronenhieb nochmal auf Hariyama. Grundsätzlich ist Diancie mit einer HP Feuer und wenn es predicted und mit der Mondgewalt und so weiter gegen die beiden Pokémon okay aufgestellt, aber die können halt immer mal wieder reinkommen und immer mal wieder dann pressern und da bin ich mir nicht sicher, ob er das eingehen möchte. In jedem Fall wird er sehr stark von Shirox ausgehen. Da bin ich mir recht sicher, dass er Shirox als eines der gesetzten Pokémon sieht. Und ich hätte Shirox gerne nicht mitgenommen. Ich fand aber kein Pokémon, was jetzt hier defensiv nochmal die nötigen Rollen erfüllen kann, die ich gerne hätte. Vor allem wollte ich Shirox eigentlich deswegen mitnehmen, um Auflockern zu spielen. Bei dem Set, was ich jetzt gewählt habe, hat Auflockern aber, wie schon vorhin bei Skorgler angesprochen, nicht reingepasst. Und deswegen, wir brauchen den Patronenhieb auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ob ich den weglasse. Wie gesagt, das Problem mit den vier Moves, ne? Und einfach nur bluffe, dass ich halt in Diancie reingehe und den Patronenhieb bluffe. Das Problem daran ist, dass er auch davon ausgehen kann, dass wir die Auswechslung predikten, weil die ja sehr, sehr wahrscheinlich ist und dann auf die Kehrtwende drücken. Und er genau aus diesem Grund drin bleibt, auf die HP Feuer drückt. Und das wäre ein Problem. Das heißt, der Bluff könnte sehr schnell nach hinten losgehen. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen, deswegen wollte ich sehr gerne diesen Patronenhieb mit dabei haben. Außerdem natürlich den Ruheort, um unsere Defensive fit zu halten. Wir haben hier also dreimal Ruheort dabei. Fünfmal hätten wir es sogar spielen können, weil auch Trikefalo und Pilippa natürlich in der Lage sind. Also wir haben irgendwie so ein Semi-Flugteam irgendwie. Alles kann so halbwegs fliegen und sich ausruhen und so. Ja, Patronenhieb, Ruheort, sehr wichtig.
Und Toxin fand ich auch sehr wichtig, weil es gibt viele Switch-Ins in Shirox, beispielsweise Grifeldes, beispielsweise Hutsasa, beispielsweise Milotic. Und gerade Grifeldes und Milotic zu vergiften, zu toxinieren oder auch das auf andere Pokémon zu bekommen, fand ich sehr, sehr wichtig. Aber Toxin hat wieder nirgendwo so richtig reingepasst. Auf Scorgle hätte ich es gerne gehabt und so weiter, aber ihr kennt das Problem. Wollte ich Toxin zumindest auf Shirox haben, weil gerade gegen Milotic oder so können wir, Shirox auch wieder speziell defensiv spielen, können wir auch mal eine Runde drin bleiben, wenn das nicht auch die HP Feuer spielt, aber auf Milotic ist da, glaube ich, nicht so viel Platz dafür drauf und man ist mit einem Siedewasser gerade im Regen auch ganz gut aufgestellt, gerade weil man auch den Burn und so weiter bekommen kann und wollte ich hier Toxin spielen, um den Gegner damit dann auch mal ein bisschen zu erwischen und dann können wir uns mit Skorgler und Shirox vielleicht gegenseitig so ein bisschen am Leben halten oder eben sehr viel Druck machen und dann kommt dieser nötige Chip-Damage durch Toxin, durch die Tarnsteine zusammen und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und als vierten Move, da habe ich dann wirklich lange überlegt, Auflockern, Kehrtwende, gleiches Problem wie bei Skorgler. Letztendlich habe ich mich hier auf Shirox für die Kehrtwende entschieden, aus zwei Gründen, also gegenüber von Skorgler. Erstens, wir haben mehr Angriff und wir haben Stab, das heißt mehr Schaden durch die Kehrtwende als bei einem Skorgler. Und auf der anderen Seite ist es die Sache, dass wir mit Shirox häufiger Pokémon rausscaren werden und damit natürlich auch die Auswechslung provozieren, wodurch Kehrtwende auch wieder sehr notwendig wird, um auf diese Auswechslung zu reagieren. Und eine dritte Sache gibt es dann tatsächlich noch und zwar, ich weiß sie nicht mehr. I don't know. Irgendeinen Grund hatte ich gerade noch, aber er ist einfach puff, weg. I don't know. Ja, wir spielen auf jeden Fall vor das KP-Investment. 220 in der Spezialverteidigung mit Spezialverteidigung steigenden Wesen und 36 Punkte im Angriff. Das kommt daher zustande, dass ich auf so ein bisschen Angst habe vor einem Delegator Zygarde, was er theoretisch spielen könnte. Gerade wenn er da dann noch ein bisschen KP-Investment oder Verteidigungsinvestment reinpackt, so um die 100 Punkte oder so, dann würden wir mit einem nicht investierten Shirox diesen Delegator nicht brechen. Und das wäre natürlich richtig, richtig schlecht, wenn der Zygarde den Delegator for free rausbekommt. Und deswegen spiele ich hier so viel Angriffsinvestment, dass ich so bei 100 Punkten, die kann er sich eigentlich ohne Probleme erlauben, in Zygarde reinzupacken, dass ich dann immer noch den Delegator zu 100% brechen werde. Das ist so deswegen spiele ich hier noch ein bisschen Angriffsinvestment drin und ist natürlich sicherlich auch nicht verkehrt, um generell mit der Kehrtwende und so weiter noch ein bisschen Schaden zu generieren. Ach ja, und genau, der dritte Grund mit der Kehrtwende war einfach, dass Shirox nochmal einen Ticken langsamer ist als Skorgler und das ist auch ein Punkt, den ich hier noch gar nicht notiert habe. Mir muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir spielen nämlich ein Minus-Init-Wesen und auch 0 DV in der Init. Das führt einfach dazu, dass wir sehr meistens langsamer sind als viele Pokémon, langsamer sind eben als alles bis Koalelu, also Koalelu, Grifeldes, Vesprit, Milotic, das sollte uns alles nicht outspeeden, es sei denn, er spielt da auch irgendwo Minus-Init-Wesen drauf, dann kann er zumindest mit Koalelu noch langsamer sein, aber ich möchte halt langsamer sein als diese Pokémon, als schneller zu sein als Hutsasa, weil das eine HP Feuer hat, finde ich wichtig und langsamer als Duokles kann ich sehr wahrscheinlich dann auch nicht sein, deswegen liegen wir genau dazwischen und das ist vollkommen okay für mich. Liegt einfach daran, dass wir dann Hits mit Shirox tanken werden oder abfangen werden und mit der Kehrtwende rauskommen und dann wieder die Pokémon in Positionen bringen können, die wir unversehrt reinbringen wollen. Sowas wie Riki, sowas wie Pilippa, sowas wie Trikefalo, Tauros. Die kriegen wir dann alle in Position. Shirox fängt die Hits ab und geht dann raus. Gleiches würde ich sehr gerne mit Skorgler machen, aber irgendwo auflockern ist einfach wichtig, weil wir mit ihm, wir haben jetzt glaube ich einmal Kehrtwende auf Trikefalo, einmal auf Shirox, einmal Voltwechsel auf Riki. Wir haben also dreimal irgendwie Volturn mit dabei. Ist es Volturn? Keine Ahnung. Ja doch, Voltron haben wir mit dabei und dadurch wechseln wir eben sehr viel umher und dadurch würden uns Tarnsteine schon wehtun. Das ist so der grobe Punkt. Guti, sind jetzt doch wieder 50 Minuten geworden, aber irgendwie muss ich so viel dazu erzählen. Ich fand jetzt wenig überflüssig. Wenn ihr irgendwas überflüssig fandet, schreibt es gerne rein. Dann nehme ich mir das sehr gerne zu Herzen und das ist das Team. Ich fühle mich damit relativ wohl, glaube ich. Ich habe damit auch ein bisschen mich warm gespielt schon und hoffe, dass das alles so aufgehen wird, wie es aufgehen soll. Ja, und dann heißt es Daumen drücken, dass es den ersten Sieg in der GPL gibt. Wäre für Crane natürlich genauso bitter, diesen Kampf zu verlieren. Deswegen für uns beide ein sehr wichtiges Match direkt am zweiten Spieltag. Was wir beide nicht verlieren dürfen, weil ansonsten ist die Differenz am Arsch, ansonsten sind die Punkte im Arsch. Also einer von beiden wird hier nicht gut wegkommen und ich
hoffe sehr, dass wir hier positiv wegkommen werden. Aber das wird wie in jedem Match in dieser Season kein leichtes werden. Und ja, wenn es euch gefallen haben sollte, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann eben im Kampf wieder am Mittwoch. Je nachdem, wann ich die Teambuildings so hochlade. Also vielleicht ist es auch heute schon Mittwoch. I don't know. Bis dahin und tschüss.